Durch die Wand? Keine Ahnung, ich werde die ganze Zeit durch die Wand geholt. Kannst du das Ding wieder aufstellen? Oh, oh. Ach, du bist draußen! Ja. Hallo Menschen und herzlich willkommen nach Senseless Survivor wieder hier. Und heute gibt es ein etwas längeres Video. Sonst bin ich immer bemüht, meine Videos zu schneiden, so relativ kurz wie möglich zu halten, ohne das Wesentliche aus dem Auge zu verlieren. Also 15 bis 20 Minuten maximal sozusagen für einen Run. Bei diesem war es allerdings schwer möglich bis unmöglich. Ich habe mich dann dafür entschieden, das Video dann so zu lassen, wie es kam. Weil jeder Schnitt, glaube ich, hätte die Situation verfälscht und man hätte vielleicht den ganzen Eindruck des Runs aus dem Auge verloren sozusagen. Oder naja, so ist man halt dabei, kriegt alles mit, wie es war, und war richtig geil, fand ich, und lustig vor allen Dingen. Wir hatten von dieser Wiederbelebung, die ja auch nach dem eigentlichen Tod, nachdem alle Lebensbalken aufgebraucht sind, haben wir mehr als gut Gebrauch gemacht. Wir hatten das Bounty und naja, zieht es euch am besten rein. Den Link zu Tim lasse ich euch mal unter dem Video wieder da. Schaut gern bei ihm vorbei, lasst Liebe da und ja, hier ein Abo und ein Like würde mich freuen, wie immer. Und ja, wir sehen uns bis dahin zum nächsten Video. Euer Senseless. Tschüssi. Cool. Und es geht auch relativ schnell. Ich habe die Woche in der Zeit, wo ein Video gerendert ist und ein anderes hochgeladen hat und ich kurz warten musste, bis es alles fertig ist, habe ich mal eine Runde gemacht. Eine einzige Runde habe ich 88 Punkte gemacht. Cool. Ah, toll. Jetzt schreibt er mir, dass er da ist. Warte, ich gebe dem keine Antwort und dann bin ich wieder da. Kann schon mal bei den Clou holen. Ja. Ich kann mich schon mal abknallen lassen. Genau, und ich rette dich dann. So. Okay, so. Alles geklärt. Portrika ruft. Portrika. Da läuft, da ist Bastian, sehr schön. Oh, bin schon aus Zufall drüber gelaufen. Ente. Ich wollte heute wieder ein Video fertig machen, schön mit Scooey, wo ich hier bei Tarkov mit Scooey gezockt habe. Ja. Hab's schön zusammengebaut, so 3,5 Stunden Arbeit. Dann wollte ich es rendern. Aus 20 Minuten Renderzeit wurden 50 Minuten, aus 50 wurde 1,5 Stunden, aus 1,5 Stunden wurden 2 Stunden 15. Ich habe es dann zweimal versucht, habe es dann jedes Mal wieder abgebrochen. Dann muss ich mal gucken, woran das liegt. Ja, manchmal. Es kann nicht sein, ey. Das sind 28 Minuten. Ich habe sonst immer so im Schnitt zwischen 15 und 20 Minuten Videos und die gehen rucki zucki so. 20 Minuten zum Rendern und dann macht er meistens noch mal irgendwie 30 Minuten irgendwas anderes. Da habe keine Ahnung, was der da noch macht. Da ist er mit dem Rendern fertig. Ja. Hm, natürlich hat er Stacheldraht. Aber ich bin vorbereitet. Ja. Sehr gut. Das kann man einfach nicht lernen. Oh, ich habe ja auch eine Gegengiftspritze dabei. Es wird ja immer besser. Die habe ich mir schon reingedrückt. Ja, ich habe sie vergessen. Oh, ich habe vergessen, mich daran zu erinnern. So, eigentlich ist es meine Schuld jetzt, dass du so. Ja, natürlich. Wer soll sonst schuld sein? Ja. Als ob ich an irgendwas schuld wäre. Also, mach du. Natürlich nicht. Jetzt kommst du aber mit was. Jetzt fahre ich die großen Geschütze auf. Oh nein, jetzt ist hier noch Öl, Alter. Bist du drüber gesprungen? Ah ja, hier das Fenster. Zum Fenster. Ach so. Ich renne vorbei. Ja, ich habe das Fenster auch nur sehr spontan gesehen beim Vorbeilaufen. Ah, der andere ist da hinten? Ja. Und dann wissen wir auch schon, wo der Boss ist. Wir sind echt pfiffig, Mann. Ja. Fuchs muss man sein, nicht nur so stinken. Ihr sagt Kohle, ich habe 20 Dollar Geld rausgequetscht. Oh, 12 Dollar. Na, dafür lasse ich mir noch gerne einen Headshot verpassen. Muss halt nur damit rauskommen, ne? So, Darrow. Da sind wir ja schon ganz in der Nähe. Oh, ich bin neuerlich so
im Flow, sag ich mal. Dein erstes Spiel heute. Ja, meins ja auch. Das geht schon. Puh. Na, da haben wir noch einen Boss gleich hier. Ja. Also nur mal gucken, ob vielleicht sogar schon jemand da ist. Mann. Wegen dem gehe ich noch drauf. Ne, Boss ist weiß. Wegen wem? Wegen dem Zombie-Typen hier. Dieser Arschgeiger. Wer mir ein Schlachter? Okay, ja. Ist so weiß. Ich gehe mir mal eine Toolbox suchen. Vielleicht ziehe ich ja eine Sticky Bomb raus. Ja, ich habe auch keine mit. Oh, schade. Aber ich renne mal durch, vielleicht finde ich eine Axt. Ja, eine Axt habe ich schon gesehen irgendwo. Einen Hammer habe ich hier gesehen. Da war ein Spaten. Was ist hier ein Zombie drin? Ach, der ist unten. Ah, okay. Ja, der Boss ist unten. Ja, ich. Das ist ja nur die Spinne, die hier oben rumtanzen kann, ne? Und der Assassin. Hier gibt es noch Dollars, ja. Für die Dollars komme ich gleich mal vorbei. Ich habe einen Hammer gefunden. Ein paar Dollars. So, da unten. Specki, ich komme. Mit dem Hammer, das ist nicht meine Lieblingswaffe für den, aber... Ja, meine auch nicht, aber man nimmt eben, was man kriegt. Aber er brennt mir direkt einen Balken weg, aber... Jawohl. Oh, Alter, leck mich doch. Ja, komm hoch. Achtung, nicht, dass ich anbrenne. Nein, 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 wir haben doch alles im Griff. Nein! Oh. Oh. Glück gehabt. Er hat sich das Fell an mir verbrannt. Aber das ist gut, wenn der Boss unten ist. Falls Gegner kommen, können wir hier oben ungestört kämpfen. Ja. Oh, habe ich nicht mal eine Axt hier irgendwo? So, jetzt ist er erstmal sauer. Ist immer noch weiß. Kann sauer sein, wie er lustig ist. Er kriegt trotzdem den Hammer übergezogen. Ja. So, ich gehe wieder runter. Naja, da hat er doch schon gut ein paar gekriegt. Ja, ich gehe jetzt auch wieder runter. Der Hammer frisst halt so scheiße viel Ausdauer. Ich glaube, der ist wieder sauer. Mhm. Ja. Rot, 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 rot. Scheiße. Da, hier laufen südwestlich, glaube ich. Ja. Ja, die laufen hier im Hof rum. Muss man zu der Tür gucken? Okay, die ist verriegelt. Dumme Kuh. Hast du irgendwo Heilung gesehen? Ja, ja. Unter dir direkt. Ja, ich hab. Da muss sie mich dann natürlich sehen.
Was ist denn das hier? Ein kaputtes Brett? Ich habe auch noch nie gesehen. Also hier irgendwo ist jemand. Mhm. Ach scheiße, ich kann da gar nicht durchpicken. Aber ich habe zerstapfen gehört durch den Schlamm. Okay. Komm, zeig dich doch noch mal da. Soll ich einen Boss weitermachen? Kannst du gerne machen. Die Treppe angefackelt, was ist denn das für ein Mist? Die Sau. Aus. Die werfen was? Hier oben ist eine Axt. Ah, okay. Nein! Mann! Jetzt brennt's da wieder. Auch noch einen gewaltigen Schlag. Noch eins. Sehr schön. Aber zumindest hier mal unsere Ruhe. Hab einen? Nee. So, sag. Oh, ich verbanne. Ich weiß nicht, ob der gestorben ist oder ob das nur ein Treffer war. Ich wurde wohl gesehen von irgendwo, Wetterli. Ist mutig. Du musst aber gleich wegrennen. Ja, ja, ich versuch's. Keine Chance. Das war ein anderer diesmal. Jetzt könnte es klappen. Ach du, paar Balken hab ich noch. Ja, vielen Dank. Bitte. Jetzt ruckelt mein Spiel. Alter, was ist denn jetzt schon? Okay, das ist schlecht. Oh. Oh, da ist ein anderes Team. Hat einen Hit. Okay, hier oben stehen Zombies, das ist schon mal nicht schlecht. Wurde trotzdem von da erschossen. Nee, ich glaube, du wurdest durchs Fenster erschossen. Vom zweiten, ja. Der erste hat mich von da drüben erschossen, an den Zombies so. Vorbei quasi. Ah, okay. Scheiß Zombies, Alter, machen ihren Job nicht. Vorhin bin ich 10 Meter an einem vorbeigerannt, der wurde aggro. Ja, Zombies heutzutage ist auch kein Verlass mehr. Nee, 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 ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Nee. Ja, ich weiß gerade nicht so ganz, wo ich hin soll. Ich habe nur noch 100 Gesundheit jetzt. Naja, du bist Profi. Ja, ja. Draußen rennt mindestens eine Sparks rum. Da hör ich schon jemanden laufen.
Mann! Ich werde durch die Wand geholt die ganze Zeit! Was ist da los? Ja, die Wände haben Ohren. Kann man dich aufheben? Ich hab. Nein. Alter! Offensichtlich nicht. Willst du mich verarschen oder was? Ja, mir geht's genau. Hab ich ein Schild auf dem Buckel? Hier bin ich. Alter Idiot. Stimmt doch was nicht. Kannst du mir doch erzählen, was du willst? Ja, da sind überall Löcher in der Wand. Das kann man schon sehen. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie da rein. Ja, ja. Aber ich habe nicht damit gerechnet, so dass sie da reingucken. Ja. Ja, gut. Ich habe ja nur Körpertreffer gebraucht. Ja, du ja. Ich heb mal auf. Da ist einer, dort ist einer, da vorne war einer. Ah, da kriegst du Gamaschen, was? Trottel. Wir wieder versuchen, dich aufzuheben. Alles klar. So, wenn du Heilung brauchst, sag Bescheid. Ich hab noch, danke. Weil ich hab auch noch und brauchst du nicht mehr. Da lief einer da hinten. Schauen wir jetzt mal das Bounty. Ja. Wir können uns auch unten verschanzen. Oh Gott, die sind ja. Oh Gott. Ja, ich weiß aber halt nicht, ob das besser ist. Da haben wir bloß zwei Eingänge zu bewachen, oder? Das stimmt allerdings, ja. Und die können ja nicht wallbangen, weil wir sind ja unter der Erde. Das stimmt. Hier gibt es drei Zugänge. Ah, da ist noch einer gestorben. Durch den Sumpf, oder? Nee, hier ist einer. Da ist einer und bei dir da vorne ist einer. Ach so, okay. Mist, eine Falle haben wir nicht noch irgendwo. Nee. Also ich habe keine gesehen. Hey, hier leierst du eine Tür auf? Nein. Der ist unten bei der Stahltür. Ja, aber wo ist die Stahltür? Hier unten an der Treppe, hier unten. Ach, da ist eine Stahltür. Stimmt ja. Ja. Da kann man nicht. Die meinte ich mit dem, oder? Sumpf. Ja, die habe ich gar nicht mehr. Durchs Fenster wahrscheinlich, durchs Gitter oder so. Nee, da, das ist eine Zune. Eine Zune, ach so, okay. Hab einen. Sehr gut. Einfach mal durch die Wand zurückgeschossen. Cool. Ja, die haben keine Ahnung, wo ich bin. Natürlich nicht. Das wissen die nicht. Wenn die durch die Wand schießen können, kann ist es schon lange. Oh, hier unten ist noch ein Dings. Sehr gut. Schade, dass man die eine Wand nicht abdecken könnte. Oh, es wäre so lustig, wenn die wieder aufstellen. Kann man ja durchgucken, oder was? Oh, die machen vorne das Haupttor auf.
Mist, keine Falle hier. Munition haben wir auch reichlich hier unten. Ja, Muni haben wir sehr, sehr viel. Wie viel Leben hast du jetzt noch? 100? 50. Ach so, oh Scheiße. Das ist mein letzter Balken. Mist. Das sind die Ausgänge, ja. Bei Portrico oben. Da muss gar nicht so weit, aber... Ja, wir kommen hier niemals raus aktuell. Nee, lass mal hungern. Wir hungern die noch ein bisschen aus. Ja, ja. Oh, ich warte ja drauf, dass sie die aufstellen, dass sie nochmal abknallen kann. Hört man das, wenn die sich reinschleichen? Ich hoff's. Also ich war manchmal nämlich schon überrascht, weil auf einmal stand neben mir einer. Ich habe den nicht schleichen gehört. Also theoretisch ja, wenn sie leicht Fuß haben, natürlich schlechter. Wenn draußen Krach ist, ach natürlich so. Noch schlechter. Ja, ja. Einfach keiner, die aufheben will, ey. Das sind Kameradenschweine, Alter. Ist da unten eine Laterne? Guck mal rum. Ja, Munition haben wir wirklich reichlich hier. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwas gesehen. Warte mal, die kommen näher. Warte mal. Das Schleich steht direkt vor uns rum. Okay. Warum versuch's? Na, okay. Nee, die Laterne war oben. Na, verdammt. Ich weiß halt nicht. Ah, oh, da sehe ich einen. Warte. Das mache ich jetzt. Ich hänge fest. Das ist die blöde Leiter. Treppe, meine ich. Ja. Ich gucke mal, ob ich eine Falle finde, dass man hier... Ich komme mal hoch. Das mache ich jetzt fürs Team.
Alter, was willst du denn machen? Ich will die abfackeln. Ach so. Okay, jetzt was ich sagte, ich hätte doch die Fackel geholt. Oh Gott, ich werde so sterben. Ey, ich bin tot, Alter. Ja. Scheiße. Sparks. Ja, hab ich gehört. Mist, wäre ich mal im Keller geblieben. Ja. Ja, aufheben werde ich dich wahrscheinlich nicht können, wenn die jetzt wissen, wo du bist. Hm. Ich guck mal. Guck mal, von der anderen Seite, von der, ja. So leicht. Uiuiui, danke. Ich nehme eine Spritze. Mhm. Wie gesagt, heil, hier ist Heilung. Hier ist noch Ding. Ja, ich hab's jetzt nicht gewusst, wo es war. Hier ist auch. Heilung haben wir auch so eingeschampft, sind wir hier so gut aufgestellt. Du hast wieder einen Keller. Hier oben steht und rausguckt. Oh, ja, mach ja. Was? Mach keine Experimente, was? Ich, oh, ja, ja. Experimente, was? Wovon redest du? Ja, zocken wir da. Hm. Soll ich mal gucken, wo sie sind? Um uns rum, also dafür brauchen wir, also die Sekunden können wir uns sparen. Hm. Ja, vielleicht können wir ausbrechen. Nee, weil ein Team ist hier und ein Team ist da. Also eins im Norden, eins im Süden. Wir sind wieder genau dazwischen. Ach so. Hm. Deine Markierung war für mich auch geil. Ja. Beide Teams direkt nebeneinander. Ja, gut. Ja, es geht halt nicht anders irgendwie. Jungs, ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit. Wollte einer unbedingt schießen. Ja, können sie ja machen. Er hatte das Bedürfnis. Wir hungern die aus, bis sie vom Hass zerfressen sind und hier reinstürzen. Also, und dann sind sie so wütend. Ich gebe nicht so viel Gegenwehr. Brauchst du dann nicht. Die sind so wütend, die lassen sich abknallen, damit sie es endlich hinter sich haben. Es sind halt immer noch zwei Teams. Die schießen so selten. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die da hinten hocken und rumgeiern und nichts machen. Ja. Und die da rumhocken und rumgeiern und nichts machen. Und wir die einzigen Deppen sind. Da hinten habe ich auch einen Steppen gehört durch den Schlamm.
Vielleicht will er ja reinkommen. Er wird halt auch niemals diese scheiß Tür aufmachen. Doch, jetzt habe ich was hier. Wenn er da das kleine Kopf schießen und anzünden, dass es hier ja mal ein Ende nimmt. Oh, wir haben doch ein Bounty. Du kannst mich jetzt immer wieder aufstellen, wenn ich jetzt tot bin. Ah, stimmt, du hast recht. Fuck it, Alter, ich... Da habe ich auch nicht dran gedacht. Such mir jetzt, da ist noch einer aus dem einen Team. Oh, zwei aus dem einen Team. Hier hinten läuft noch einer. Nein! Ich wurde durch die Tür erschossen. Egal. Bist du oben? Ja. Ach so, auch nicht ganz oben. Nein, nein, nein. Die Tür kaputt machen. Ja, wahrscheinlich. Ja, die werden wohl. Pass auf, spring die nicht weg. Werft es da. Oh, ist ja schon offen. Hinterm Zaun, hinterm Zaun. Komm schnell. Komm in den Keller. Komm, zeigt euch, ihr kleinen Scheiße. Hab ich nicht gerade Medikit gesehen? Ja. Meiner Flucht. Die Tür ist blockiert mit, so einer, mit ihrem Abgas, oder? Ja. Jetzt sind sie im Nachbargebäude, Leute. Die müssen doch langsam mal wissen, dass ich quasi ganz tot bin. Sonne blendet an. Oben oder unten? Wo bist du? Ach, da. Ich bin auf der Treppe. Ja. Ich dachte, es wollte einer sich hier oben lang schleichen. Pass auf. Egal, ich stell mich einfach wieder auf. Ja, wenn ich nicht dabei erschossen werde, da musst du ja immer davon ausgehen. Nein, du wirst nicht erschossen. Da ist noch ein Zombie. Da läuft er noch rum. Okay, lass den. Ja, den Zombie lass ich. Ja. Kommt vor mir runter. Oh, hier ist Geld. Da ist Medizin ja noch. Ich brauch nichts mehr. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ach ja, stimmt ja. Du hast ja nur einen Balken. Oh, wie viele Sekunden hast du nur noch? 4. Du? Guck mal, ich hab keine mehr. Guck mal bitte. Achso. Da hinten sind welche. Und da hinten sind die anderen. Alter. Die pimmeln jetzt alle darum, für was? Tja. Waren die weit weg? Ja, waren schon ein Stück weit weg, ja.
geh mal runter in den Keller. Ich ende den mal bei Discord. Weil jetzt. Warte. Komm, ich sag mir nicht, dass jetzt jemand kommt. Jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Oh, warte. Ja, ich geh wieder ins Spiel. Ich mach mein Köpfchen hier an der kaputten Tür, an dem Brett, an der Tür. Ey, bist du, was Wahnsinns? Ja, klar. Ich. Cool. Ja, kommt rein. Hier hinten ist auch einer. Mhm. Jetzt haben sie sich wenigstens. Ja, ja, ja. Durch die Wand. Kannst du dich aufstellen. Mann, ich hänge. Deckung. Oh, da hat einer eine Schrotflinte. Ja. Hier war doch noch irgendwo ein Medik. Hab einen. Sehr gut. Tür ist weg. Oh, Scheiße. Komm hier, steck dein Köpfchen rein. Der hat einen Hit. Der wird sich heilen. Kannst du das Ding wieder aufstellen? Oh, oh. Ach, du bist draußen! Ja. Aufstellen. Probier's. Ja, da war schon wieder einer. Hier war doch noch ein Medipack hier hin. Hier sind überall welche. Wir haben sau viele. Hier ist noch eins. Da hinten ist noch ein. Ah.
Durch die Wand? Keine Ahnung, ich werde die ganze Zeit durch die Wand geholt. Siehst du es da hinten direkt vor dir? Ja. Aber lauf, lauf, lauf. Ja, ja. Weil du auch nicht schleichst, der hört deine Schritte. Ja. Ich bin unsterblich, siehst du doch. Ja. Da hinten ist ein Medikit, da muss ich hin. Ich hab einen, glaube ich. Jetzt musst du mich aufheben. Wir haben den auch aufgehoben. Danke. Oh, jetzt wollen sie Wallbang wie die kaputten, wie die Geisteskranken. Scheiße, mein letztes Medikit. Achtung, Sparks. Oh. Scheiße. Wie lange haben sie auch? Jetzt wissen sie, dass du allein hier drin bist. Was? Das sind überall Löcher in der Wand. Ach, leck das mich ist, am Arsch. Ja. Oh, wir haben gut eingeheizt. Ich glaube, was haben wir? 5 Kills müssen wir noch haben, oder? Ich glaube, meine KD von den letzten 3 Wochen ist jetzt am Arsch. Mhm. 4! Also ich habe, glaube ich, 2 gemacht. Mit dem einen habe ich mich, glaube ich, noch gegenseitig erschossen, würde ich sagen.